angeln ja gerade mal eine halbe Stunde. Sag, wir angeln gerade mal eine halbe Stunde. Bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute möchte ich euch mal wieder etwas vorstellen, und zwar ein See bzw. ein Haus, und zwar ist das der Ox River. Den Ox River kennt ihr alle, da bin ich ganz felsenfest und überzeugt, und die meisten von euch wissen auch schon, dass der Ox River auch Privathäuser hat und bzw. Ferienhäuser mit einem Privatsee. Und eins davon kennt ihr schon, da waren wir schon öfter, das ist das große, und jetzt gibt es noch ein neues. Das möchten wir euch heute einmal genauer zeigen. Als allererstes möchte ich jetzt mal auf das Ferienhaus eingehen. Das Ferienhaus hat 165 Quadratmeter, also nicht ganz klein, und bietet maximal 10 Personen Platz. Zwei solltet ihr allerdings mindestens sein, wenn ihr das Ganze bucht. Das Haus hat 4 Schlafzimmer. Davon hat eins Doppelbett, alles andere sind Einzelbetten. Ebenfalls eine voll funktionsfähige und gut ausgestattete Küche. Da ist wirklich alles dabei, was ihr braucht. Das Haus ist von 1980, ist natürlich daher von innen schon etwas älter. Die Fußböden wurden ausgetauscht. Wir Angler sind da relativ einfach, und ich sage mal so, ich fand das Haus wirklich gut. Eine unheimlich große Sofaecke, da kann jeder abends mal seine Beine langlegen und sonst irgendwas. Die Betten waren bequem, das Haus war sauber, also wir waren da wirklich voll komplett zufrieden. Dann findet ihr dort auch ebenfalls eine 560 Liter große Gefriertruhe. Die ist wirklich schon sehr, sehr groß. Die müsst ihr erstmal voll fangen. Da müsst ihr schon gut fangen und viel fangen. Zum Fangen kommen wir aber gleich. Außerdem habt ihr natürlich eine Waschmaschine da drin, ihr habt einen Trockner da drin. Könnt direkt vor der Haustür parken. Das ist auch immer super. Einladen, ausladen, klappt da wirklich alles gut. Da ist eine Garage dabei. Ihr könnt euer Sachen unterstellen, euer Angelzeug unterstellen oder sonst irgendwas. Im großen Wohnzimmer gibt es, wie eben schon erwähnt, die große Sofalandschaft, dann ist da ein großer Fernseher, da ist Netflix schon dran installiert worden vom lieben Michel. Dann habt ihr zwei Bäder, also ein Bad und eine Toilette, aber das ist auch immer gut, wenn man morgens mal doch alle gleichzeitig aufstehen und los wollen, es ist immer gut, wenn man eine zweite Toilette hat. Natürlich gibt es im Haus WLAN. Es gibt eine schöne Außenterrasse. Wir waren jetzt im März bei ein bisschen Regen und Winter. Die konnten wir natürlich nicht so viel nutzen. Es gibt aber auch zwei große Weber-Grills. Es gibt elektrischen Anzünder für Kohle. Ihr dürft auch einen Hund oder eine Katze mitbringen. Ne? Würde ich aber immer vorher einmal anmelden. Nun kommen wir erstmal zum See. Der See hat eine Wasserfläche von 3000 Quadratmetern und ist vom Haus ungefähr 40 Meter weit weg. Also ich blende jetzt mal ein paar Aufnahmen ein, dass man das mal sieht, wie weit das ist. Also wirklich nur ein Katzensprung. Schutzhütten am See, die sind auch vollkommen ausreichend, wenn man da drinnen sitzt. Man kann seinen Zeug mal unterstellen, wenn es mal eine Husche gibt oder sonst irgendwas.
wie man außen sieht, hat der See immer eine kleine Flachwasserzone und fällt dann etwas tiefer ab. Was wir feststellen konnten, dass die Fische sich wirklich die meiste Zeit einfach an diesen Kanten aufgehalten haben. Also gezielt, das was ich schon immer sage, die Fische sind nicht immer so weit, wie ich schmeißen kann. Die meisten Fische stehen einfach am Rand. Nicht immer so, oft so. Also die Randbereiche würde ich immer als erstes befischen. Wenn ich danach am Rand stehe und mache Krach, kann ich immer noch in die Mitte schmeißen, dann interessiert das keinen mehr. Die Fische, die wir fangen konnten, ich weiß, wir haben das schon oft gesagt, was den Oxwerfer angeht, aber die Qualität ist einfach 1A. Gerade im Moment, viele Leute haben da Probleme oder viele Betreiber haben Probleme, Fische zu bekommen. Das IAN-Virus, was da vor 2 Jahren ausgebrochen ist, das merkt man jetzt wirklich, dass die Fische einfach fehlen, dass die Fische den Züchtern fehlen. Ich habe von anderen Anlagenbetreibern gehört, dass sie da wirklich Nöte haben. Deswegen ist das nicht selbstverständlich mehr, das ist es absolut nicht. Und Mikkel und Henrik haben da astreine, sterile Lachsforellen reingesetzt. Die Größe, die wir uns gewünscht haben, also das geht natürlich auch nur bedingt. Ne? Ihr könnt da nicht hingehen und sagen, ihr wollt 7 Kilo Forellen haben oder nur 7 Kilo Forellen. Das ist das Schöne, man kann mit Mikkel oder Henrik, man kann mit den beiden einfach super sprechen. Die sind immer für alles offen, die helfen euch, egal um was es geht. Ihr könnt jederzeit anrufen, ihr kriegt eine Telefonnummer von denen. Das ist da wirklich ein guter Service. Schlachten und Filetieren ist am Privathaus dort noch nicht möglich. Im anderen Haus, wo wir sonst immer waren, ist schon ein Filetierplatz. Am neuen soll eventuell in ferner Zukunft mal einer entstehen. Im Moment ist es so, dass ihr einfach zum Ox River an die Anlage fahren müsst und filetiert da. Was überhaupt kein Nachteil ist, weil jeder, der da schon mal war, der den Schlachtplatz erkennt, meiner Meinung nach auch mit einer der besten in Dänemark, viel Platz, da können viele Angler rein. Es gibt ein großes langes Plastikbrett. Das ist immer sehr gut. Der Platz ist sauber, der wird regelmäßig gereinigt. Aber das muss ich euch nicht erzählen, das wisst ihr alles. Dann besteht, glaube ich, auch die Möglichkeit, auch kostenfreies Angeln am Ox River mitzuerwerben. Da müsst ihr aber wirklich Henrik und Mikkel einfach fragen. Sprecht die an und die werden euch da helfen. Buchungsanfragen würde ich immer über die Homepage machen. Natürlich könnt ihr die auch über Facebook oder sonst irgendwo anschreiben, aber auf der Homepage, ich blende die jetzt auch einfach nochmal ein, seht ihr einfach, wo das Haus auch schon ausgebucht ist. Ne? Weil diese Häuser sind einfach wirklich viel gefragt. Das ist einfach so, weil ist meiner Meinung nach mit das bequemste Angeln, was man da oben haben kann. Wenn das Haus mal ausgebucht ist, wie gesagt, es gibt noch das große Haus, das ist auch schon oft immer weit im Voraus ausgebucht und es gibt aber auch noch eine Wohnung mit privatem See. Die könnt ihr auch buchen, findet ihr alles auf der Homepage und jetzt gibt es noch neu, eine niegelnagelneue Wohnung, da sind wir im Herbst. Die ist ohne Privatsee, aber ihr könnt dazu Angeln am Ox River erwerben oder könnt ihr dazu buchen. Ne? Also da einfach auch anschreiben, die beiden machen euch da bestimmt ein super Angebot. Jetzt einmal zum Angeln im März. Ja, das Angeln im März. Es waren einige oben und viele haben gesagt, es läuft schleppend, es läuft zäh, es läuft nicht so wie es soll. Oder vielleicht auch kleine Fische, viele gefangen worden, was eigentlich total untypisch ist. Ne? Also März ist immer Ende März, Saisoneröffnung, da kommt meistens viel Fisch rein, große Fische rein. Ne? Das Wasser ist kalt, es wird langsam warm, die Forellen fangen richtig an zu fressen. Es war auch noch sehr kalt, also es war schon ziemlich kalt, aber wir konnten unsere Fische fangen und ich sage jetzt auch das so, ja, wir hatten das Privathaus, aber wir konnten auch am Ox River Fische fangen, wir konnten auch an anderen Anlagen Fische fangen. Es war viel Arbeit, man musste viel Bewegung machen und da bin ich immer noch der Meinung, einer mit der besten Köder für diese Art der Angelei bzw. für dieses Forellen nicht so richtig in Beißlaune sind, weil man den Köder einfach langsam führt, ist der erste Trouser. Und der hat mir wieder Fische gebracht da oben. Das ist einfach unglaublich. Kein anderes Buhn fängt den ganzen Tag an irgendeinem See was. Du kommst mit dem Ding dahin, schmeißt da ein paar Mal rein und meistens hast du einen drauf. Es ist einfach so. Und mein Vater, der absolute Ultralight-Nicht-Angler, ist jetzt begeistert davon. Ich habe ihm so ein Ding gegeben und er hat mich gefangen ohne Ende und hat sich jetzt auch direkt welche bestellt. Da wirklich, das muss meiner Meinung nach bei euch in die Angeltasche. Ne? Jetzt
ohne jetzt groß Werbung hier für Robin oder sonst irgendwas, der Köder ist einfach gut. Ne? Ich kriege dafür jetzt kein Geld oder werden dafür jetzt nicht bezahlt, ist einfach wirklich ein Top-Köder. Wir angeln hier gerade mal eine halbe Stunde. Sag ich, wir angeln gerade mal eine halbe Stunde. Dampf. Ja, ja. Da haben sie einmal oben richtig. Die waren noch gar nicht richtig oben. Die zieht immer unten noch. Ich muss immer gleich Handschuhe anziehen. Finger sind kalt hier. Ich hab Power. Vermute. Die wird genauso die 3 Kilo haben wie die eben auch. Oh, das ist ein mutiger Schmiss. Aber die ist hier vorne, alles gut. Das ist die nicht. Da waren die definitiv nicht. Hoch.
Apparat. Genießt das auch. Ja. Ja, weil das ist ja nicht da rausreißen, das ist ja eigentlich noch drin. Und das ging nicht schon gleich die Zeit nicht auf. Hier sehen wir wieder Wind und Welle bringt Forelle. Du hast doch nicht mit deiner Erfolgsfarbe. Die ist bei Philipp und die Angel liegt da auf der Mauer da hinten. Pass auf, die ist wieder bei dir. Normal, ne? Tiefe Dampf haben. Guck mal, die Angel, es ist ja nicht, dass ich die Bremse jetzt offen habe. Das ist wirklich schön. Kanonen. Richtige Kanonen sind das. Kann man sich so wehren. Herbert, deine andere Angel, deine Angel, deine Angel. Da ist einer dran. Tja, Freunde, das ist ein Drill, ne?
werde den Fisch euch gleich einmal zeigen. So, liebe Leute, hier seht ihr nochmal. Sieht diese Trümmer an. Herzlich willkommen am Ox River. Natürlich konnten wir auch ein paar Fische passiv fangen. Ne? Libra Lure auftreibend. Auch hier nicht in die Mitte rein. Wir haben das meistens an den Kanten abgelegt, 3-4 Meter raus. Nur das hat meistens vollkommen ausgereicht. Und konnten da natürlich auch ein paar Fische erwischen. Wir machen das immer so, wir sagen eine Mindestanzahl an Angeln, weil wir waren jetzt mit 6 Leuten da und wenn dann jeder 6 Angeln in so einen See reinschmeißt, ist natürlich logisch, dass das nicht funktioniert. Deswegen sagen wir mal maximal 2. Und meistens mache ich das dann so oder wir machen das so, wenn dann einer auch schon mal ein paar fängt, dann nimmt man mal eine Angel raus oder geht mal eine Ecke weiter und ist einer gleich. Grundsätzlich war bei uns das jetzt so, dass die Seite, wo der Wind hindrückte, die bessere Seite war vom Fangergebnis. Wir haben aber auch oben, ich glaube, da ist es etwas flacher, konnten wir definitiv Fische fangen. Also wir haben eigentlich rundherum den See gefangen. Ja, ich hoffe, euch hat unsere kleine Vorstellung vom Ox River gefallen. Wenn das Video online geht, bin ich höchstwahrscheinlich gerade schon wieder in Dänemark. Da kommen bestimmt auch wieder 1-2 Videos für euch bei rum. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Und wir sehen uns am Wasser. Bis dahin. Ciao und Petri Heil.